Willkommen zurück zu Donkey Kong Country Returns, Freunde. Ich muss gerade eben mit Schrecken feststellen, dass der letzte Part nur 18 Minuten lang war. Alter, das haben wir in 18 Minuten geschafft. Wir haben da fucking 5 Level geschafft. Wie war ich denn da drauf? Was habe ich da denn für Substanz wieder eingeworfen? Holy crap, das ist im Schnitt von 3 Minuten 36. Okay, der Boss und Skull war deutlich drunter, aber... Na gut, wie gesagt, ich möchte aber auch, dass da mich nicht unbedingt an der Länge verpasse, mehr an dem, was wir an Leveln geschafft haben, messen. Ich glaube, das ist ganz solide. Ich möchte eigentlich die Parts in Zukunft eher, also nicht 20 und eher 25 Minuten lang machen. Das tut es auch, glaube ich, mit der erhöhten Schwierigkeit der Level dann im Laufe der Zeit ergeben. Ganz allein, da müssen wir gar nicht allzu viel dran rütteln an der Sache. Level wäre natürlich schwieriger, weil länger. So einfach ist das. So, und da geht es in einen der wenigen, vielleicht sogar den einzigen etwas anderen Bonus im Spiel rein. Ich muss diese Krabben besiegen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal so umrollen. Zweites schlagen und draufspringen. So. Ist hier das Puzzleteil dafür. Das holen wir jetzt ganz gestylt. Ja, es war nicht gestylt. Shit. Ja gut. Schon mit die Banane hier gestylt. Auch hier gibt es wieder etwas zum Schlagen. Ein weiteres Puzzleteil. Wir schon drei Stück so früh im Level. Okay, das ist ein bisschen arg früh eigentlich fast schon. Selbst ich zugeben. Hier gibt es noch eins von Dingen, die sind relativ fies positioniert. Okay, das sah merkwürdig aus, wie er mit der Luft noch gelaufen ist. Warum ich hier mehrfach schlage? So kurz als Frage. Falls die aufkommt. Das ist ein ganz einfacher Grund, dass es, ich habe hier was, ein fieses Puzzleteil in Erinnerung. Deshalb mache ich das so. Hier, wer alle Bananen hier einsammeln kann, kriegt von mir einen Keks. Kleiner Tipp, es ist nicht möglich. Ich weiß nicht, ob das selbst zu zweit ist, das relativ schwierig. Das ist vielleicht sogar auch dort unmöglich. Oh, da kommt die Krabbe von oben. Die originalen Krabben kommen nur von oben. Das sind die für Nordsee und so. Die Krabben. KFC-Hühnchen kommen später, Freunde. Keine Sorge. Aber mit drei Puzzleteilen erst das... Oh, holy crap. Ich muss auch sagen, dass die Steuerung mit dem Controller für mich noch ein bisschen ungewohnt ist bei dem Spiel, weil ich habe auch neulich Tropical Freeze Mater gespielt, die fucking Spezialwelt da. Aber das, was ich Spezialwelt schimpft, ist eigentlich mehr eine Plage als eine Spezialwelt. Übrigens, analog gilt die Aussage zu Donkey Kong Country Returns. Jetzt soll ich die Bananen auf Weg mitnehmen, einfach um alles einzusammeln. Das ist total unnötig eigentlich. Ja gut. Jetzt kommt zu einer neuen Idee, denn die Kongs haben das Schwimmen verlernt. Das sollte man vielleicht dazu erwähnen. Das ist ein großer Rückschritt gegenüber der DKC-Trilogie. Aber irgendwie, das war nur so ein temporärer Ausfall, denn Tropical Freeze konnte es auf einmal wieder. Ganz komische Veranstaltung. Puzzle Nummer 4 von 5 geschenkt. Und selbiges gilt auch für die Nummer 5, glaube ich. Also. Probier's ruhig, Krabbe. Und heißt ja, das der Bonus? Den mag ich nicht. Ist mir irgendwo unsympathisch, weiß nicht warum. So. Das kann man eigentlich an sich meistens relativ gut abteilen, dann zum Schluss. Hier da rein, danke. Beim letzten Part hoffe ich nur ein einmaliger Ausrutscher. 500 Puzzle schon so früh im Level. Alles klar. Um nicht hier das Ende, also an sich, das Level ist echt. Größtenteils sind die Sachen dort zum Sammeln relativ geschenkt. Ich hatte das erste Level hier echt nicht als so gechillt in Erinnerung. Ah, jetzt muss ich wieder alles einsammeln. DK nicht rumheult. Ja, das ist aber gefährlich, DK, was wir hier machen. Das weiß ich schon, oder? Das ist mega krass unnötig. Ich weiß, dass ich mich alle für hasse, dass ich hier den ganzen Shit sammle. Und wisst ihr, was schlimm ist? Mit Recht.
Wir machen jetzt hier aber ein bisschen Speed noch. Gut, dann sei die eine Banane da oben mal Banane. Nein. DK. Ich habe gerade eben schon ganz viel Zeit mit Bananensammeln verschwendet. Das ist echt so ein bisschen... Das gibt jetzt gar nichts für das. Das macht mega Spaß an sich. Die Bananen sammeln, weil einfach weiß genau, keiner will das sehen, aber... Das ist eine interessante Challenge, die man die wir nicht einprogrammiert, damit man sie liegen lässt, Freunde. So einfach ist das erklärt. Wie gesagt, beim erstmaligen Durchspielen gerne. Shit, da wollte ich nur irgendwie noch abfedern oben drüber, da bin ich zu tief gesprungen oder zu früh abgesprungen. Egal, wichtig ist die KONG und die 100% hier. Und dieses Level ist auch 6,5 Minuten gedauert, Alter. Das ist echt viel länger als erwartet. Ja, kommt nun strandiger Sandstrand, sandiger Strand, Sand, whatever. Wie auch immer dieses Level heißt. Das Level mit 100.000 Namen. Das zwar nur einen hat, aber den kenne ich nie. Da sind bei mir immer verschiedenste dabei. Hier das ist ganz offensichtlich, da muss man die Fässer benutzen. So, kommen hier noch ein paar Münzen farmen, warum nicht? Fässer benutzen, um diese Zielscheiben hier zu erledigen. Bäm, voll geownt. Und dieses Level ist, ich mag die eigentlich hier. Es gibt so gut wie kein Level hier, das ist, obwohl es gibt schon Level, die ich nicht mag, aber die sind eher in Tropical Freeze als in Returns angesiedelt. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich die nicht so unnötig verliere. Nur ich auf die. Ja, das meinte ich vorhin, meinte ich im letzten Part mit Schütteln und so. Ah, okay, da braucht man die fürs Mahau, hier ist mal falsch. Ja, exzellent. Wunderbar. N1 für den Skill, Freunde. Ist auch übrigens aufgefallen, dass wir noch nichts Richtung KONG gefunden haben. Das ändert sich hier mit dem K gleich. Auch hier eine nette Idee mit dem Fass, also mit der Kiste, mit dem Fass drin. So, K, bitte her damit, danke. Die Strandwelt ist super aus so atmosphärischen Mods. Friedlich, gemütlich, entspannt, chillig, sucht euch aus, es trifft alles zu, es ist einfach eine klasse Welt. Muss man ehrlich sagen, ich finde generell, also hier von Welten, ich kann nicht sagen, welche ich weniger mag, aber es gibt keine, die ich überhaupt nicht mag. Ja, Welt 1 ist halt so, ich bin eigentlich selten Freund von Welt 1, aber die hier ist schon ganz okay eigentlich. Kann man sich schon mal antun. Was die Bananen wohl ansagen, kein Plan. Geh mal weiter. Spaß. Prank. Ja gut. Hier, ich glaube, hatten wir den Bonus hier schon mal. Also auf jeden Fall, die werden sich wiederholen. Euch werden die allermeisten ziemlich schnell, ziemlich bekannt vorkommen. Boah, ist das euer Ernst? So, danke. Die Zeit spare ich dann doch ein. Hier übrigens alles voll mit Vieren, wir sind am ersten Part 3, das passt irgendwie nicht. Part 3. 4 Münzen, 44 Bananen, findet den Fehler. Derzeit, der hier seine Faxen macht, können wir hier noch pusten gehen. Und dann geht es natürlich noch nicht zum Ziel, den Joke habe ich jetzt schon mehrfach gebracht, den muss ich nicht nochmal machen. Ist noch hier in den Sandturm hinein, hier fördern sie... Ja, Sand, es kann kein Sand sein, was die fördern, bestimmt Salz oder sowas. Weil ich dem Tiki mittlerweile alles zutraue. Mann, die geben sich auch in kriminelle Aktivitäten wegen Bananen. Es fehlt noch ein Puzzleteil, okay, das sollten wir finden, wir hoffentlich noch, weil sonst
Wäre es ziemlich ungeschickt. Auf der anderen Seite wüsste ich auch nicht, wo das sein sollte. Ah, die Musik ist so friedlich hier drin, das ist einfach... Das mag die Atmosphäre hier mit diesen... Das ist fast schon so ein bisschen was Grottenartiges mit den Maschinen noch. Super. Ihr könnt mir mal euer favorisiertes Level aus dem Part oder eure favorisierte Stelle in die Kommentare schreiben. Das ist eigentlich ganz witzig. Da gehen wir auch schnell durch. Ich will gemütlich spielen, ja. Okay, da dürfte dann wahrscheinlich jetzt das letzte Puzzleteil sein. Das war nicht allzu schwer zu finden. Können wir durchgehen zum Ziel. Müssen wir uns noch einmal durchschießen und dann können wir auch schon unsere Belohnung abholen. Zwar 15 Leben, endlich. Gut, damit dürfte jeder Zweifel an Lebennot behoben sein. Mein Trinken ist schon wieder leer. Muss ich gleich auffüllen nach dem Part. Möchte überhaupt rein aufnehmen, kein Plan. Aber jetzt kommt erstmal Cranky Kong. Alter, war das dein Ernst? Du brauchst hier fucking 11,5 Minuten für 2 Level. Mann, ey, das könnte ich selbst noch in meinem Alter schaffen und ich brauche meine Ruhe. Sag mal, die Tiki sollen weniger Lärm machen, sonst komme ich vorbei, dann gibt's aufs Maul. Haben die das verstanden? Ja, also gut. Es ist wie in Ruhe, ich will schlafen. Ja, warte mal, Cranky, vorhin müssen wir noch ein bisschen... Ja, ein bisschen Geld, aber weißt du, warte mal, ein bisschen Geld, dann sieht das natürlich schon ein bisschen anders aus, die Lage. Und ich möchte noch gerne einen Mietvertrag für Squawks kaufen. Ja, ja, den Vogel kannst du gern haben. 15 Münzen pro Stunde. Das ist gar nicht inflationär. Also dann. Guck, dass du wegkommst. Ich habe mich entschieden, diesmal Cranky nicht ganz so böse zu synchronisieren, wie ich das schon gemacht habe. Was allerdings böse sein könnte, ist 2-3 unter Beschuss. Das führt wieder eine neue Level-Idee ein, aber... Ich lasse uns erst nochmal auf uns zukommen, bevor ihr da irgendwas zu urteilen. Wir müssen bis jetzt noch... Ja, bis jetzt ist der Strand alles noch sehr, sehr friedlich abgelaufen. Hier kriegen wir noch einen neuen Gegner. Ich muss auch länger pusten, wie ihr seht. Entflammt aber nach einer Zeit wieder, also nicht zu lang mit dem Rumspielen. Warum auch immer sie uns hier einen Kong fast geben, denn hier kommt ein Raketenlevel, das ist neu und da muss man sehr, sehr häufig Bananen rein einsammeln. Tut das durch Drücken von 2, wiegt es sich hoch und runter und das sieht, was ihr das schon, die Bananenreihe gab zu einer Münze, nee, eine Münze, genau. Banane als ein fucking Puzzleteil. Mensch, konzentriere dich auf das, was du sagen willst und dann sag's. Aus ihm komme ich auch hier mit der Return-Steuerung noch besser klar, als mit der Tropical Freeze und TF war die irgendwie komisch, aber es liegt in der Wii U, glaube ich. Und es war genau dieselbe Steuerung, nein, es hat sich anders angefühlt, das Spiel fühlt sich im Wesentlichen dynamischer an als Tropical Freeze, das finde ich richtig, richtig cool, das hat einfach so viel Spaß, weil es mega dynamisch, übrigens ein Treffer und wir sind tot, die Herzen da oben, die sind alibimäßig da, nur so. Witzig, die dann auch. Guck das mal an, diese Explosionen, die sehen auch cool aus. Ah, nicht runter, das sammeln bitte, DK. Fehlen dir noch? Ich glaube, wir haben schon 2 Puzzleteile, oder? Ja, ich will jetzt da nicht drauf anlegen, weil ich weiß, wo 3 noch sind. Nämlich hier oben ist 1. Und hier unten ist 1. Ich kann ja nur rechtzeitig den Fall immer abbrennen. Also gibt es schon ein Level mit Raketen, die sind ziemlich übel, da muss man krasse Jumps ausführen und sich richtig hart fallen lassen, also das ist zum Teil echt nicht schön ist, aber hier empfehle ich einfach oben am Bildschirm ran zu bleiben und dann werfen wir den Anker aus und bleiben am Grund des Wassers hängen. Nicht das G hier noch vergessen, das wäre uncool, weil jetzt könnte ich auch an der Stelle kann es hier noch umbringen. Ja doch, kann man schon noch, aber was natürlich nicht. Hier hinten ist noch das letzte Puzzleteil. Übrigens habe ich nur einen Checkpoint, das ist auch nicht allzu viel. Das sind sie hier in den Raketenleveln meistens ziemlich geizig. Das müssen manchen. So, wunderbar. Wieder in unter 10 Sekunden den Bonus geschafft. Das Gute, schaffe ich vielleicht noch ein 40. Level in den Part, weil ich möchte heute wirklich, also 20 Minuten ist eigentlich, also 15 Minuten geht auf gar keinen Fall. Bei 20, da kann man schon mal drüber reden, wobei ich dann eigentlich auch noch ein Level machen könnte, aber... Lassen wir erstmal das nächste auf uns zukommen und schauen dann an, wie das läuft dort.
Prinzipiell ist das hier eigentlich alles nur das Vorgeblänkel, was halt wirklich dann hart wird, ist der Spiegelmodus. So, das wird Cranky freigeschalten, die Wallfahrt. Wir machen jetzt volles Rohr. Und ja, langsam hört der Frieden hier in der Strandwelt auf, denn wir wurden gerade eben schon abgeschossen von hier mit der ihren komischen Piratenschiffen, was auch ein sehr cooles Motiv ist. Übrigens, Piraten ist auch so eine Mini-Anlehnung an Donkey Country 2, wobei es die Fans von Donkey Country 2 werden mich dafür schlagen, wenn ich das sage. So, hier in diesem Level gibt es glaube ich schon mindestens ein richtig dreist Puzzle. Es kann nur sein, dass das hier das ist, was ich meinte. Ja, das ist auch richtig dreist. Die haben das abgehakt, dann weiß ich, wo das war. Sehr gut. Herr Münster haben sich das Quarks im Mietvertrag geholt. Ich werde euch den sicherlich auch irgendwann mal noch zeigen. Jetzt geht's hier schon los mit dem Rumgeballere, aber das ist alles noch harmlos. Es wird später, geht das. Ja, du denkst, ich gehe oben drüber, ich gehe unten drunter durch. Hehe. Noch ein relativ chilliges Puzzleteil. Hier kann man entweder auf den Tick drauf springen, das holen. Ja. Oder muss halt so einen Sprung machen. Wobei ich ehrlich gesagt, wie gesagt, so bevorzuge, wie ich das mache. Einfach den Tick hier erledigen und dann Sprung. So, gibt es noch was, was ich hier erzählen kann? Ich kann euch natürlich nur immer wieder auf den Hintergrund hinweisen, Freunde, dass es diese Inseln sind. Also ich finde, die sehen wirklich extrem cool aus. Ich mag sowas, so Inseln mit ein bisschen Wald noch, das bin ich Fan von. Das sieht von einem Foto und ein Felsen sieht extrem cool aus. Hier müssen wir es länger pusten, warum ich auch immer als das Teil spam. Ich weiß nicht. Wüsste ich eigentlich gar nicht. Und wir kommen hier nochmal einen Bonus, den haben wir schon gesehen. Und nein, ich kann euch nicht sagen, welchen Part. Das ist immer ein bisschen, das wäre übertrieben. Wir haben immerhin schon 59 Leben. Das ist gut. So, jetzt können wir die Gemütlichkeit kurz aufhören, weil noch 10 Sekunden und so. 7,6, hey, das ist mein Geburtsdatum. 7,6, da cool. Hier auch wieder ein Puzzle, halt ziemlich mies eigentlich versteckt, oder was ist versteckt, halt ziemlich fies positioniert. Auch das hier ist nicht ganz leicht zu nehmen. Denn man muss hier halt jetzt richtig werfen und am besten, glaube ich, ist einfach, man schmeißt das so ran. Kommt hier raus, aufpassen, dass man sich nicht oben Kopf anstößt, das kann ungesund enden. Siehst du, das ist alles kein Problem, sondern auch das hier ist ziemlich mies, wenn man das enden oder Umständen schon erst dann sieht, wenn man die Kiste drüber probiert. Ohne den Together-Partner wird das nichts, da noch ranzukommen. Wird's gar nicht. So, die richtig fiesen Sachen kommen erst später noch, also. Nur gibt's eine Sache, vor der ich ziemlichen Respekt zumindest habe, nämlich ein Puzzleteil, das ist ordentlich mies. Schlag einfach durch, so. Also, und zwar brauchen wir dieses Fass hier. Da möchte ich auch vorher den Krebs kurz erledigen. Ja, komm, der wird eh respawnen. Von daher jetzt nehme ich das einfach mal hier. Ein Vorteil, dass wir noch Diddy haben. Erinnert mich nachher dran, dass wir zurückgehen hier die ganze See. Die ganze Sache nochmal. Ja, erinnert mich dran, genau. Wenn ich jetzt das ganze Letzte. Und ich hier schon ordentlich einen Teil vom Let's Play im Voraus aufgenommen, dann sollte ich mich nochmal dran erinnern, dass ich da nochmal zurück in das Level gehen soll und da pusten muss. Okay, ja, so machen wir das definitiv. Okay, das ist eigentlich auch ganz machbar. Gibt es einen Bonusrennen, bei dem man natürlich dann nicht failen sollte. Das wäre uncool. Der ist eigentlich super machbar. Ich glaube, es sind gar nicht mehr so viel. Alter. Jetzt haben wir es in 6,4 Sekunden geschafft. Okay, 40 Bananen, hätte ich nicht gedacht. Part 3 und so für den Fehler. Aber es fehlt noch ein Puzzleteil. Das heißt, das ist wahrscheinlich noch da hinten. Ich sag, man kann hier eigentlich ganz gut mit Gewalt durchrollen. Das sollte man nicht machen, gegen diese Krebse so kämpfen. Ihr wollt Stress, ihr kriegt Stress. Doppelkill. Nice. So, hier könnte auch ein Puzzle sein, oder? Das bietet sich doch an. Ob bitte, dass wir nicht ein Puzzle verpasst haben, das wäre uncool. Oh, voll in der Luft geohnt, das ist uncool. Aber hier oben kann noch eins sein. Oh, bitte. Hinterm Ziel. Ach, ist nicht euer Ernst, oder?
Arsch und hinterm Ziel ist auch nichts mehr. Ach, Manu. Gut, dann muss ich das Puzzle halt reinschneiden, muss mir aber aufschreiben. Also in dem Sinn dann bis gleich beim Puzzleteil. Ich suche das mit Squawks jetzt. Mein Freund, hier an dieser Stelle kreischen uns Squawks, das heißt, hier ist etwas in der Nähe. Müssen wir hier schlagen. Ah, da oben ist okay, das ist dreist, das ist richtig dreist, das habe ich nicht gesehen. Auch schwierig zu sehen ohne Squawks. Gut, in diesem Sinn, danke mich für die Aufmerksamkeit, für eure Aufmerksamkeit in diesem Part von Donkey Kong Country Returns. Bis zum nächsten Mal und ciao.